Du tauchst ein in den Limbus, klatscht in den Matsch, greifst die Hand von Kanesetianer, lässt den anderen ja, kleinen Jungen zurück und tauchst wieder, indem du dich zurückwirfst, in den Limbus ein. Du willst gerade wieder rausspringen auf deinem Schiff landen, da merkst du, wie eine ziemlich junge Frau, die auf der anderen Seite im Limbus entgegenstarrt. Sie hat wohl eine Pendel in der Hand und greift mit ihren Klauenfingern nach dir. Während du versuchst, dich loszureißen, kratzt sie über deine Haut und dann ploppst du wieder auf dem harten Deck in deinem Alchemiezentrum in der Mitte des Pentagramms wieder auf. Da, Dämon! Oh, ich hasse den Limbus. Serpentilio. Ihr hättet uns fast in Schwierigkeiten gebracht. Wir sind transversalisiert? Sind wir. Okay, ich bin gerettet. Seid ihr. Oh, das ist gut. Wenn ihr mich entschuldigen möchtet, ich muss einen Dämon beschwören. Ja, ich stehe auf. Moment. Er krabbelt aus dem Pentagramm oder Heptagramm und sinkt dann neben dem Alchemietisch zusammen. Willst du jetzt ein Nuncio Volo oder? Weil Nuncio Volo ist auffällig, deswegen werde ich ihn Yel'Arri selber schwören, denn der sollst du dann mir eine Nachricht einflüstern. Okay. Ja, für alles ein Gehörnter. Ja, wer hat gesagt, ein Gehörnter? Warte. Yel'Arri ist ein Niederer. Alles gut. Alles gut. Ah, es kostet mich Darf trotzdem. ich auf Menschenkenntnis würfeln? Um was zu tun. Denn ich kenne doch Serpentilio. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du das tust. Nicht Zumindest den ist. Yel'Arri beschwören, sondern Kanizitianer daraus transversalisieren. Zumindest ein schlechter Freund, wenn ich nicht ist tun würde. Serpentilio in seinem Zimmer verschwunden. Dann würfel mal bitte deine Beschwörungsprobe und währenddessen ja, können die anderen erkennen, wie jetzt gerade das eines der kleinen Kinder Serpentilio hinterhergerannt ist. Sulamin steht auf. Ich denke, ich werde mich auch noch ein wenig hinlegen vor dem Spektakel heute Abend. Ja, tut dies. Und danach würde ich weiter lautstark anfangen, Lied der Trollzacke anzustimmen. Ich werde mich eben weit zurückziehen. Ich ertrage diesen Gesang nicht. Queen, willst du vielleicht rauskommen und dich mit mir um Schnabelmier kümmern? Gut, du hast mich jetzt mitten im. Ja, können wir von mir aus machen. Ich war gerade an der besten Stelle. Er wird immer etwas grantig, wenn er zur Mittagszeit kein Futter kriegt. Ja, wie ihr möchtet. Wenn ihr beide nach draußen kommt, könnt ihr sehen, wie wohl 5, 6 Bettler um Schnabel mit drumherum stehen und sich gerade streiten. Oh, das wird kein gutes Ende für die Bettler nehmen. Mach ihnen bewusst, dass Schnabelmier sie gleich hackt. Meine Herren, ihr müsstet bitte von dem Reittier meines Freundes zurücktreten. Effendi, wir wussten nicht, dass es euer Reittier ist. Wir haben gar nichts gemacht. Wir haben nichts gemacht. Wir haben nur bewundert, was das für ein schönes Tier ist, Effendi. Naja, das solltet ihr mal einen Bären sehen. Das ist doch mal ganz was anderes. Schmeckt er gut? Wenn ihr möchtet, könnt ihr es auf meinem Schiff ausprobieren. Auf eurem Schiff ist ein Bär, den wir essen können. Ihr könnt's versuchen. Wo ist euer Schiff? Da hinten. Was fragen Sie ab? Sie möchten gerne gegen meinen Bären kämpfen. Und euer Schiff ist welches? Ja, Viander. Wir haben Erlaubnis von euch. Ihr könnt dort gerne gegen meinen Bären kämpfen, ja. Sollen wir sie hinbringen? Ich bringe euch hin, Wie kein Problem. groß ist Bärdefendi? Ich komme mit. Naja, also für einen Bären ist sie schon etwas größer ausgefallen. Das kann man hier nicht abstreiten. Also aber viel Fleisch, viel Fleisch. Ja, sie hat aber auch schwere Knochen. Ja, sie hat aber auch schwere Knochen. Wir dürfen essen. Ihr dürft kämpfen und wenn ihr gewinnt, dürft ihr essen, ja.
Das ist gut. Wir haben eine große Familie. Sie können alle kämpfen. Endlich wieder Fleisch. Damit drehen sie sich um und laufen in verschiedene Richtungen in Häuser. Haben wir der Frau am Anfang nicht versprochen, wir würden nicht jede Menge unschuldige Ortsansässige in den Tod locken? Die haben sich selbst. Wir, aber die wollen mein Bär. Und die wissen ja nicht, dass mein Bär nach der Rüstung Schutz hat. Okay. Ich würde jetzt natürlich nicht auf dem... Boltox, ich denke, wir sollten zum Schiff zurück. Ich muss das jetzt muss Mira die Rüstung anziehen. Alles gut, dann reiten wir mit denen zurück und du ziehst ihnen die Rüstung an. Und ich halte sie ein bisschen hin mit, ich weiß nicht, irgendwas. An Jellarisa zu beschwören dauert etwa eine Minute, denn wir machen das natürlich aus dem Handgelenk, denn wir haben keine Zeit für gar nichts. Der taucht auf und kriegt den Dienst Bewegung und Beratung. Bewegung und Beratung. Der ist körperlos, ne? Das ist diese Karte, ist, oder das kannst richtig, du in so eine Karte reinbinden. Du kannst es in alles reinbinden. Ja. Der kommt halt und gibt dir schlechte Ratschläge. Er soll mir natürlich keinen schlechten Ratschlag geben, deswegen wird das hart gegen seine Gesinnung gehen. Sag mir, wenn er Schwernis. Sag mir den Befehl. Findet Sulaimin al-Shabra. Er kriegt dann noch, ich weiß nicht, ob es eine Notation gibt oder ob man das auf einer Karte zeigt, aber Dämonen kriegen ja ein Ziel für ihre Bewegung gesagt. Nein. Und ich schicke ihn in die Taverne und sage ihr, dass sie sich sofort und ohne Umstände und unverzüglich zurück zum Schiff bewegen soll. Sag ihr dies, sag es ihr wahr und genauso, wie ich es dir aufgetragen habe. Ich gehorche. Ob du willst oder nicht, fort mit dir. Ja, Sulaimin hat sich gerade in ihrem kleinen Zimmer umgesehen, die Tür zugemacht. Auch du kannst hören, wie da wohl verschiedene Kinder draußen auf den Gängen herum streunern und sich leise miteinander unterhalten, wohl auch über dich. Und ja, so kannst du dich ein bisschen auf das Bett setzen, bis du dann erkennst, wie wohl das Kissen aus Stroh einen Mund bekommt und Augen. Und dich dann aus einem zahnbewehrten Mund angrinst. Sulaimin! Sulaimin fährt zusammen und bringt erstmal etwas Abstand zwischen sich und das Kissen. Du musst aufbrechen, jetzt und sofort. Mein Meister schickt mich. Und dein Meister ist? Serpentilio. Komm zum Schankboot Shamen Nufarim. Er wartet dort. Ah, oh, du Bastard. Du hast nicht gesagt, welches Schiff. Du hast nicht gesagt, welches Schiff. Nein, zum Schiff. Genau, und er sagte Schankboot. Genau, das ist ein Schiff. Also ein Boot. Es ist ein Schiff. No. Wenn du Haare spaltest, sind wir präzise. Es ist ein Boot. Sag mir ein Schiff. Nein, es ist tatsächlich ein Schiff. Warum heißt es ein Boot? Weil es keine Segel mehr hat. Das ist nicht der Unterschied zwischen einem Schiff und einem Boot. Ein Boot kann Segel. Das ist die Nachricht, die Sulaimin bekommt. Du weißt wieso. Sulaimin steht auf und verlässt das Zimmer und klopft bei Abelmir. Aber warte, ich habe zurückgesagt. Ich habe zurückgesagt. Du hast das Schiff nicht präzisiert. Das zurück bedeutet, dass er sie an einen Ort beordert, an dem sie schon einmal war. Sulaimin klopft bei Abelmir. Hey, ich mein's ernst. Wenn du mir mit Technikalitäten kommen willst, musst du auch präzise sein. Ja, das ist Leugramod und das Ding gibt falsche Ratschläge. Aber dafür ist eigentlich die Kontrollprobe da. Nee, du hast den Befehl ja gewürfelt. Nein, habe ich nicht. Also dann würfel nochmal gerne, die Kontrollprobe, aber ich habe dich ja den Befehl 1:1. Also, Sulaimin klopft bei Abelmir. Ja? Das ist genau das ist die Argumentationsführung, dass du den Befehl nicht 1:1 umgesetzt hast, mich zurück zum Schiff gesagt habe und er nicht sagen, sie an einen Ort schicken kann, an dem sie noch nie war, mit dem Befehl zurück. Naja, er kann auch sagen, zurück in die Südstadt. Wer ist dort? Sulaimin. Komm doch rein. Und Sulaimin sagt noch, während sie auf dem Gang steht, nur für den Fall, dass jemand mithört, ihr hattet doch diese Salbe gegen Blasen an den Füßen. Hättet ihr da wohl noch etwas davon? Ah ja, kommt gerne rein. Ich bin angezogen.
So, und dann komme ich rein und schließe die Tür. Ich denke, unser Problem sollte mittlerweile erledigt sein. Könntest du uns hier rausbringen, Abelmir, ohne dass sie es mitbekommen? Welches Problem ist wie erledigt? Nun ja. Wir kamen hierher, um mit jemandem zu sprechen, oder? Ah, dieses Problem. Ja. Ihr glaubt doch nicht, dass Serpentilio einfach so auf sein Zimmer gegangen ist. Dann hat er wieder unten gemacht. Nur wenn er erwischt wurde, aber ich denke nicht. Nun gut. Also, ich denke, wir haben hier nichts mehr zu verlieren. Wir sollten aufbrechen, aber möglichst ungesehen. Ja, er kommt hier einmal in diese dunkle Ecke. Ja. Würde dann den Zauberspruch Umbraporter Schattentür in einer Variante Schattenportal wirken. Lassen wir über Zeit, ist eine Erschwerung plus 5, minus 4, macht plus 1. Ja. Ja. Aber musst du deinen Zähler für nicht sehen können? Nee, ich sehe sie. Oder? Ich sehe ihn. Nee, aber das ist der Ort, an dem du willst. Da funktioniert der Umbraporter anders als die Port-Variante vom Eclipse Factor. Das ist eine gute Frage. Zur Not kann sich ans Fenster stellen, dann springst du durchs Fenster durch, das ist ja auch mal möglich. Genau. Also du kommst damit jetzt zumindest nicht ans Schiff, ne? Damit kommst du jetzt nur in die nächste Gasse. Die Seitengasse dahinter wahrscheinlich. Ja, die würde ich schon wirken. Wie habe ich das plus 1 gesagt, wa? In Lankation, da steht der Umbraporter nicht mal drin. Der ist mit irgendeinem neuen Lehrmeister dazu gekommen, in irgendeinem Akademieband, glaube ich. Ja, Akademie 3, glaube ich, irgendwie. Oder 2, keine Ahnung. Drei sind die dunklen Schwarzmagier. Ist gelungen. Wir kommen dann in einer dunklen Seitengasse aus einem Schatten hinaus. So, jetzt müssen wir allerdings uns bedeckt halten. Ja, wir müssen wieder über die Brücke. Wie ist es mit Boltax und Rafim? Oh. Nun, ich denke, sie finden alleine den Weg. Ich weiß, wo sind sie überhaupt hingegangen? Wenn ihr in der Seitengasse draußen seid, werdet ihr uns wahrscheinlich gerade hören, wie wir lamentieren. Nee, ihr seid vorne, die sind hinten. Okay. Ja, gut. Nun, ich denke, sie finden allein den Weg zu Schiff, wenn wir nicht nach oben sind. Wir müssen auf ihre Gabe, auf ihre Intelligenz vertrauen. Vielleicht können wir einen Bettler oder so unterwegs ein paar Münzen geben und ihnen ausrichten, dass sie zum Treffpunkt kommen sollen. Aber jetzt müssen wir es erst einmal über die Brücke schaffen. Ja, so könnt ihr euren Weg nach Süden antreten und findet dann dort an der Brücke Boltax und Rafim, die gerade sicherlich Devotionalien einkaufen. Könnt ihr dann wieder auf sie treffen, denn das dauert ein bisschen länger. Vor allem, weil nur Rafim einkauft und Boltax hilflos daneben steht. Und wenn ihr dann kurz versetzt nacheinander, dann entweder durch die Gassen von hinten oder mit Schnabelmir dann vorne raus, könnt ihr dann aufeinander treffen. Ja, und die werden jetzt nicht mehr verfolgt, oder wie? Weil die Südstadt den Gardisten egal ist? Die Südstadt ist dir nicht egal, aber die Richter saßen ja noch mit drin, weil drin sitzen Abelmir und Serpentilio, der Schwarzmagier, und du als Kapitaner. Und das sind jetzt die beiden Söldner. Also der Zwerg ist irgendwie, hat nicht mal eine Rüstung und nicht mal eine Waffe. Na gut, und Rafim mag zwar für eine ganze Menge an gefährlichen Sachen stehen, aber verfolgt werdet ihr als Anführer. Und dementsprechend sind die Richter am Haus und die Wachen bleiben dann auch davor stehen. Okay, dann möchte ich unterwegs Abelmir noch ein Kompliment zu seinem Zauber machen. Das war beeindruckend, Abelmir. Ich habe noch nie gesehen, dass ihr jemanden damit mitgenommen habt. Ja, ich benutze diesen Zauber nicht so oft in Gegenwart Fremder. Ich dachte eigentlich, ihr würdet dafür sorgen, dass wir einfach nicht beachtet werden. Aber das war natürlich eine sehr elegante Lösung. Naja, wie weniger wir auffallen hier, desto besser. Ah, da vorne ist Seraphim. Ach, dieser verdammte Strauß. Stichpunkt auffallen. Ja,
Der Strauß ist wohl sehr auffällig, fürchte ich. Aber wenigstens müssen wir ihn dann keinen Boten schicken. Ja. Rafim! Oh, ja, da seid ihr. Ihr, es wird gleich sehr spannend am Schiff. Ihr könnt euch schon freuen. Ja, wir haben offensichtlich einen Kampf. Ja. Wer gegen wen? Habt ihr euch mit diesem Stiergeweihten verabredet? Nein, nein, es ist, Mira gegen... etwa 50 Bettler. Ja. Was? Weil 50 gegen ein bisschen unfair ist, kämpfe ich natürlich mit. Das wirst du nicht. Und diese Bettler werden auch nicht gegen Mira kämpfen. Was ist das wieder für ein Wahnsinn? Ich muss Rafim hier in Schutz nehmen. Also, die Bettler wollten das. Sie haben uns gefragt, ob sie das machen dürfen. Es war nicht unsere Idee und wir dachten, wir folgen einfach den lokalen Sitten. Aber diese Leute wissen doch nicht einmal im Ansatz, worauf sie sich einlassen. Entweder das oder sie sind viel gefährlicher, als sie aussehen. Na ja, gut, dann machen wir das halt nicht. Ja, Boltax, wir müssen auf dem Rückweg dann noch irgendwas zu essen kaufen, damit die uns nicht auf den Nerven gehen. Ich habe kein Geld, tut mir leid. Ich habe alles. Wir sollten auf dem Rückweg noch bei diesem Schankboot vorbeischauen. Vielleicht bekommt ihr da etwas. Eine sehr gute Idee. Das Bier war echt furchtbar in dieser Taverne, aber Schankboot, das klingt nach Ausschank, das klingt nach gutem Bier. Nun, wollen wir es hoffen. Naja, dann gehe ich mal vor. Ich habe noch Dienste offen. Ich weise übrigens darauf hin, das ist jetzt die Karte von DSA 5. In Bahamuts Ruf, Kapitän Pascha, steht drin, das ist die Zedrake Scham Endopharim, also Tulamidisch Seerosenbucht. Da wird sie Zedrake genannt. Nur so einmal, weil das ist die DSA 5 Karte, der gebe ich die Schuld. Sieh, das ist ein Schiff. Ja, es ist auch eine Zedrake. Eine Zedrake ohne Segel, das ist ein Schiff, ja, ja. Ja, warum heißt es dann Schankboot? Das ist die DSA 5 Karte. Nicht die Frage, die Legende, die Legende ist, welcher Halunke sich das ausgedacht hat. Ja, die Legende. So, alles klar. Ihr das kommt nach einiger Zeit über die Brücke hinüber und dann zu Aviander. Ich habe noch Dienste. Wo ihr auch auf Serpentilio trefft. Du hast noch Dienste. Wollt ihr zum Schankboot? Wir gehen zum Schankboot zu Fürth. Zur Zedrake, okay. Serpentil, du hast noch was offen. Dämon, sag mir genau, was du ihm gesagt hast, im Wortlaut. Ich habe... Dieses Spiel können zwei spielen. Ja, aber das ist jetzt Metagaming. Ich habe sie zur Zedrake Scham Endopharim geschickt. Erstmal, das ist nicht Wortlaut, aber ich nehm's. Zweitens mal, ja, was ist Nordranort, Dämon? Da kann man paranoid sein. Das ist okay. Du hast das Schiff nicht spezialisiert. Ah, Fehler. Du miser kleiner Serpentilio, tritt einen halben Schritt nach vorne, als wollte er das in was auch immer, als wollte er die Flasche, in der er sich gerade manifestiert hat, packen und zerschmeißen. Überlegt er sich dann besser. Ja, du hörst noch ein tonloses Lachen. Ich habe keine Rachsucht, sonst würde ich ihn jetzt binden und im Meer versenken. Aber so schicke ich ihn halt einfach nach Hause. Kannst die Flasche noch zertrümmern, der er sich gerade manifestiert hat. Zurück in die Niederhölle mit dir. Ja. Dann gehe ich mich umziehen. Greif mir Dukatengardisten und ab geht's. Gut. Dann trefft ihr, wenn ihr von der Brücke einmal an der Avianda vorbeigeht, die ja direkt vor dem Effort-Tempel war, könnt ihr sehen, wie jetzt ein umgezogener Serpentilio gemeinsam mit einem Dukatengardist das Schiff verlässt. Ah, da seid ihr. Da seid ihr. Verzeiht. Ihr versteht sicher nicht, dass die Übertragungsmethode unzuverlässig war. Also gehen wir nicht zu der Schenke? Eventuell schaut sich paranoid über die Schulter. Nein, wir gehen sofort zurück zur Aviande. Sind hier schon irgendwelche Bettler aufgetaucht? Im Affen, ja, in Massen, ja. Warum? Ich meinte eher bei der Aviande. Ist im Hafen. Gut, lass uns schnell dorthin gehen und unseren Gardisten Bescheid sagen, dass sie auf keinen Fall an Bord lassen sollen. Nun, das ist etwas, das sie ja sowieso nicht tun, denke ich. Auch wenn diese sehr insistent so gewesen sein scheinen. Nun, nicht so wichtig.
Also ihr geht zurück zu Avianda, ja? Ja. Gut. Boah, es hätte schlimmer werden können. Gut, zumindest habt ihr gerade den ganzen Grabräuber-Plot vernichtet mit eurem zweimal Transversales. Ja, so geht's ja auch. Ich hab's angekündigt. Ja, ich habe auch angekündigt, dass man den Plot einfach sprengen kann. Ist okay. Ja, dann. Du hast nicht gesagt, holt Kanal Zidiana nicht aus dem Knast. Nee, ist ja alles gut. Machen wir weiter. Ja, gut. Dann sitzen wir jetzt alle. Ich hab's nicht gesagt, aber spätestens, sobald wir zurückkommen, haben wir den armen Mann natürlich bei Nitya eingeliefert. Mhm. Weil der wird dann noch Flüssigkeit brauchen oder so. Ja, der sitzt dann oben am Hüttendeck mit einem heißen Tee und neben ihm Nitya von Perikum und die beiden Terboniterin Shana und Pelmeier. Ich beuge ihn scharf, als ich ihn kein Zian sehe. Ja, aber noch Dreck verstarrt, wischt er sich einmal seine beiden Augen und richtet sich so ein bisschen die Brille. Ah, die Helden. Da seid ihr ja wieder. Ich weiß nicht, ob ihr hier draußen an Deck sein solltet. Dann gehen wir wohin. Gebt dem Mann doch erst einmal etwas Frisches zum Anziehen. Selbstverständlich. Und dann könnt ihr in die Kapitänskajüte. Wir haben seine Klamotten mitgenommen, richtig? Er hatte Esinde-Roben und wir haben die eingestrichen. Du hast seine Nandus-Robe eingepackt. Also rum war es, right. Gut, dann ist die bei dir in deiner Kajüte, aber sicherlich irgendwo. Ja, wir ziehen ihn um, waschen kann er sich selber, viel Spaß. Dann halbe Stunde später, ihr könnt euch selbstverständlich nochmal allein unterhalten, aber nach einer halben Stunde würde er dann bei euch klopfen und eintreten. Vorher noch was? Ich möchte gerne Mira ihre Rüstung anziehen. Ich glaube, es reicht. Ich meine, Mira ist ja größer als der normale Bär. Ich glaube, wenn ich der Bär mit der Rüstung auf dem Deck rumläuft, dann überlegen die Bettler sich das vermutlich schnell anders. Also während der halben Stunde kannst du auch auf alle Fälle sehen, wie sich dann 100 Bettler vor dem Schiff versammeln, auch von den Wachen abgewiesen werden. Und dann auch nach Mira fragen, aber wenn sie dann sehen, was überhaupt ein Bär ist, weil sie gar nicht wissen, was ein Bär ist, drehen sie wieder um. Sie dachten, das wäre irgendwie so ein Strauß. Ich meine, ich muss die Jungs schon respektieren, dass sie hören Bär, nicht wissen, dass das für ein Tier ist, weil erstmal drauf gehen, ja, mit dem kann ich kämpfen. Nee, gut, nicht meine, mit dem kann ich kämpfen, sondern kann man den essen und schmeckt der gut. Naja, aber das war die gesagt, Frage. Mit dem kannst du kämpfen, im Sinne von, zumindest also im Sinne so ein Reitstrauß, so ein Reitstrauß nehmen sie die auseinander. Also ich würde mich nicht one-on-one mit einem Reitstrauß anlegen, um ehrlich zu sein. Nein, aber zu 100. Da gehen also auch mit 5. Ja, wollte ich gerade sagen, auch zu 100 ist irgendwer ja immer der Louis. Ja. 5 gegen Reitstrauß, weiß ich nicht. Willst du wirklich der erste Dude sein, dem er irgendwie die Schlagader aufritzt? Ich wenn, nicht? Wenn er verhungern ist, vielleicht schon. Irgendwie. Es gibt doch ja, diese okay. Umfragen, wie viele Amerikaner glauben, dass sie einen Bären im wachlosen Zweikampf besiegen können. Könnte ich und irgendwie 8% sagen, ja, kann ich. Mehr glaube ich sogar. Ja. Ich möchte dann trotzdem Mira jetzt in die Kapitänskajüte geführt haben, mit voller Rüstung und mich daneben stellen und diesen Bären streicheln. Ja, dann ist die auch voll. Ja. Naja, also ich möchte nur sagen, die anderen haben aufgegeben, Mira war bereit. Ohne Frage. Ein Sieg auf voller Linie, wie ich das mal behaupten möchte. Ja, ich glaube auch, sie haben eine weise Entscheidung getroffen. Ja, dann hättet sie wahrhaftig einfach gegen den Bären kämpfen und sterben lassen, nicht wahr? Naja, also ich hätte jetzt nicht 100 auf einmal gegen Mira kämpfen lassen, aber wenn sie sich nacheinander hätten messen wollen, wäre das natürlich in Ordnung gewesen. Ja, zurück zum Thema. Wir haben unseren Freund aus dem Gefängnis geholt. Und wir, meine ich. Und ich würde ihn auch nicht Freund nennen. Nun, im Gegensatz zu euch, aber mir ist er mein Freund. Da ich nicht versucht habe, ihn zu ermorden. Das sagt viel über euch aus. In zweifelsohne. Naja, da muss ich Abel mir aber tatsächlich recht geben. Der Mann war immerhin Paktierer oder ist vielleicht sogar noch einer. Nun, und auf Paktiererei steht der Tod. Wenn ich mich entsinne, hat es euch in der Vergangenheit nicht davon abgehalten, hervorragende Beziehungen zu Palmetta zu pflegen. Er ist kein Paktierer. Keiner mehr. Genauso wie keine Zetianer. Wenn wir uns jetzt dienlicheren Dingen zuordnen könnten. Im Übrigen denke ich, dass wir inzwischen alle begriffen haben, dass die Welt nicht in gute Menschen und Paktierer geschieden ist.